Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Prison Architect, Staffel Nummer 7, Tag Nummer immer noch 95, wir nennen uns immer noch der 100 und unserem kleinen, wunderschönen kleinen Gefängnis hier, in dem wir ja seit einigen vielen Folgen schon am Arbeiten sind. Ich glaube, wir sind fast schon bei Folge 90 jetzt, ne? Ich weiß es gerade gar nicht, ich bin ein bisschen verpeilt, aber macht ja nichts. Das heißt, wir haben jetzt hier unser wunderschönes Gefängnis. Wir haben in der letzten Folge ein bisschen versucht, hier abzuarbeiten. Und ihr seht schon, normale Gefahrenstufe. Ein Gefangener der normalen Gefahrenstufe muss noch raus. Und dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, hier den nächsten Block für die Hochsicherheitsgefangenen auszuweisen. Das wird mir sehr, sehr gut gefallen. Das Problem ist nur, ich kann den nicht ausweisen, sehe ich gerade, weil die brauchen ja noch eine eigene Dusche, ne? Also, und die alle von hier bis nach da rein, dann wird es aber ein bisschen kritisch so langsam. Gang Business übrigens hat tatsächlich wieder um sich geschlagen. Ich muss mal eben darauf hinweisen, dass ihr hier in der extrem gefährlichen Gefahrenstufe seid und du da bitte rausgehst, weil ich möchte natürlich nicht, dass die Gangmember hier wieder um sich wuchern wie eine Krankheit. Wir haben das ja schon mal geklärt. Und mittlerweile sieht ihr das hier oben übrigens auch immer noch nicht als Hof an. Also ich weiß nicht, warum die das nicht als Hof ansehen. Jetzt sehen sie es als Hof an, also das heißt, da muss tatsächlich auch Gegenstände drin existieren. Die Roten werden diesen Hof hoffentlich einnehmen. Ich hoffe mal tatsächlich, dass das funktionieren wird und dass die eine Chance haben, das anzunehmen. Aha, gut, okay, super, mach mal die Tür auf, mach du mal die Tür auf, geh mal da rein, 3, 2, 1, ist angeschlossen, ne? Nicht, dass du das hier abbrichst, nur weil die den Gang eingenommen haben. Ich hoffe natürlich, dass das jetzt die Roten eingenommen haben. Nein, momentan sind die Grünen eher dabei, den wieder zu übernehmen. Also ihr seht schon hier an den Balken, die Grünen werden auch diesen Hof einnehmen. Tja, dann werde ich den leider wieder wegnehmen müssen. Also, dann hat es nichts gebracht. Ja, jetzt gucken sie doof. Ja, ist so. Entschuldigung. Also, es bringt ja nichts. Ich wollte den Roten jetzt mal die Chance geben, sich so ein bisschen zu zu entwickeln. Aber das klappt leider nicht. Deswegen hier der Hof kommt weg. Die Hantelbänke und den ganzen anderen Käse wird bitte wieder demontiert. Und dann ist gut. Dann haben wir jetzt hier keine Probleme mehr drin. Wie gesagt, die blaue Sicherheitsstufe ist hier unten schon untergebracht. Die sollte keine Probleme haben. Der Gruppenraum hier unten gehört übrigens auch immer noch nicht uns. Ne? Das dauert immer noch 200 Jahre. Wie gesagt, ich weiß immer noch nicht so ganz, ob es was bringt, da 500 Wachen rein zu stationieren. Ich probiere das jetzt einfach nochmal. Ich stationiere jetzt einfach mal alle Wachen, die sonst noch übrig habe, da rein. Blöp. Sollte ja nicht allzu lange dauern. La la la. Und wie gesagt, wenn wir den jetzt dadurch schneller einnehmen können, wäre super. Genau, renn du mal da rein, Soldiers. Guards 0, Guards 1, jetzt haben sie es verstanden. Genau, lauf einfach mal da rein. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein bisschen kritisch, wenn ich die jetzt einfach nur so zuweise. Ich muss das, glaube ich, ein bisschen präziser machen. Wachpatrouille ist das jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lal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 
Schön. Schön, schön, schön. Wir haben übrigens immer noch viel zu wenig Schutzbefohlene. Das ist ja furchtbar. Und weil wir so wenig Schutzbefohlene haben, liebe Leute, und ich meine das ganz, ganz ernst, ich habe, zähl mal gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, also 40 minus 16, ist logischerweise 34. Quatsch, 24, ne? So, 24 Zellen sind mir zu wenig, ne? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24 Zellen. Klar, ist viel zu wenig. Ich möchte ganz gerne eigentlich, dass ich hier nochmal so ein... Ach, ich kann ja keinen durchgehenden Block machen. Ich möchte hier tatsächlich jetzt fast schon sagen, ich möchte diesen inneren Block nochmal umbauen. Falls jetzt der ein oder andere schon direkt den Kopf zusammenschlägt, der Punkt ist folgender. Ich möchte denen die Möglichkeit geben, eine Bücherei zu kriegen und Spiritualität irgendwie ans Laufen zu kriegen. Weil das wäre mir persönlich ganz wichtig, dass das irgendwie, ja, nicht die Bedürfnisse hier so furchtbar für die Tonne sind. Das heißt, ich werde jetzt hier mal 24, 25, 26, 27, 28 Zellen haben in diesem Gefängnis, ne? 12, 24, 25, 26, 27, 28, nur nochmal zum Nachzählen, 28 Zellen statt 40, also fast 30, reicht ja. Und ich werde dann hier oben einfach mal ein bisschen planen. Ich brauche für die beiden Sachen, die ich einbauen möchte, nämlich die Bücherei und logischerweise hier die Kapelle, 6x6 und 5x5 Räume, also mindestens. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich hier so ein 7, also beziehungsweise von hier möchte ich jetzt mal anfangen zu planen. Wenn ich so ein 9-mal, keine Ahnung, irgendwas Kapelle hier reinklatsche, dann wird das natürlich ein bisschen kritisch, weil das hier ist ja immer symmetrisch gebaut. Also beziehungsweise es ist halt eine gerade Anzahl und deswegen wird das hier schwer einzubauen. Ich weiß aber allerdings wirklich, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz, wie ich das besser machen kann. Weil ich kann jetzt hier schlecht sagen, ich könnte, eigentlich kann ich nur machen, diesen Block hier nehmen, so wie er jetzt ist, und kann zwei Altare da reinsetzen. Das heißt, hier wäre jetzt hier der Eingang. Und ich mache da ein Altar hin und ich mache da ein Altar hin und dann geht das in beide Richtungen. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, ob das gescheit aussieht. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Und wir müssen ja den Duschraum auch wieder sicher unterkriegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier intern sagen würde, ich mache jetzt hier diese Bücherei rein mit 8x9. Das ist ja kein Problem. Die passt ja locker rein. Dann können wir jetzt hier überlegen, wie kriegen wir da wieder den Duschraum rein, so wie er jetzt ist. Also das wäre jetzt natürlich von der einfachsten Art und Weise her zu sagen, wir kopieren den so, wie er jetzt ist, setzen den jetzt einfach mal nach, hoppala, nach, ja, da wollte ich einen hin, genau nach da und kopieren jetzt auf der gegenüberliegenden Seite auch wieder, Entschuldigung, machen da jetzt hier unsere Wand hin, machen das da wieder hin und dann haben wir ein Problem. Entschuldigung, das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und den kleiner machen kann ich nicht, weil dann bin ich aus den 5 Metern Differenz raus, die ich unbedingt brauche. Und deswegen ist das so ein bisschen schwierig jetzt hier zu sagen, wir ändern das einfach. Wir könnten natürlich sagen, wir machen hier jetzt einfach so eine andere Taktik von Duschraum rein. Das heißt, ich habe jetzt diesen Bereich hier als Duschraum zur Verfügung. Und ich sage einfach mal, ich mache da und da und da und da mal so ein Ding hin und mache jetzt hier nochmal so. So, dann habe ich auch einen Duschraum, der funktioniert. Habe hier oben sogar noch Zellen und kann da oben jetzt diese Eingänge dafür reinmachen. Ob das jetzt gut aussieht, das müssen wir jetzt natürlich entscheiden. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache jetzt hier einfach so einen Duschraum rein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also wenn ich jetzt hier sage, zack, 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 dann sage ich hier nochmal diese durchgehende Linie und dann mache ich das hier hinten nochmal. Ich glaube, dann habe ich definitiv diese Ausführung am sinnvollsten hingekriegt. Und ich glaube, das sieht dann ganz gut aus. Ich hoffe natürlich, dass das stimmt, was ich jetzt hier von mir gebe. Und ich hoffe mal, das passt. Ich versuche jetzt hier gerade natürlich noch so ein bisschen auf Optik zu gehen, indem ich den Raum jetzt hier ein bisschen unsymmetrisch, also ein bisschen ausbeulen lasse, einfach um eine schönere Optik hinzukriegen. Das ist meine Planung jetzt. Ich weiß allerdings noch ehrlich gesagt nicht, wann ich die umsetzen kann, weil dafür fehlt mir jetzt momentan noch so ein bisschen die Zeit. Beziehungsweise ich muss mich jetzt hier unten momentan noch auf den ganzen anderen Käse konzentrieren und deswegen. Lassen wir das erstmal ein paar Minuten in der Differenz oder in der Distanz stehen. Hier vorne, der Raum wird wieder eingenommen, allerdings ich glaube nicht viel mehr als vorher auch. Also, naja, gut. Wir kriegen hier immer mehr von den normalen Gefangenen raus. Hier hinten der Raum wird auch immer noch zwangsgeräumt. Es dauert schon ziemlich lange, muss man ganz ehrlich sagen. Aber naja, so ist das halt. Wie gesagt, wir haben jetzt schon mittlerweile wieder so viele Sachen hier rumfliegen. Wir müssen, glaube ich, tatsächlich, ohne Spaß, sagen wir bauen jetzt hier hinten, einfach mal so eine Fläche, wo wir den ganzen Käse von Lager hinbauen können. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal so einen 30, mal 32, mal, keine Ahnung, 22 oder sowas, mal nochmal 32, mal nochmal 22 oder 21 in dem Fall jetzt logischerweise und baue mir da jetzt einfach nochmal ein Lager rein. Das heißt, hier die beiden Sachen werden zur Tür umfunktioniert
Ich hoffe mal, das ist in Ordnung, wenn ich da und da jetzt eine Tür reinsetze. Ich hoffe mal, das ist immer noch symmetrisch. Soll ja jetzt nur mal, hoppala, soll jetzt nur mal eben ein bisschen zum Design beitragen. 14 und 14, das macht schon Sinn. Wie gesagt, alles, was jetzt hier blockiert an Bäumen, wird ja abgerissen. Alles, was da drin ist, auch. Ich möchte hier einfach nur so ein großes Lager reinbauen, um nur noch mal die Möglichkeit zu haben, hier so ein bisschen, naja, ne, ein bisschen mehr Güter unterbringen zu können, weil vor allen Dingen das hier oben, das sieht ja furchtbar aus mit dem ganzen Scheiß dazwischen. Das geht gar nicht. Deswegen, I'm sorry, hier oben die Tür könnt ihr übrigens auch noch mal demontieren und wegbringen. Das wäre ganz lieb. Alles Weitere kommt ja dann in den nächsten paar Folgen und Tagen auf uns zu. Ich denke mal, das wird schon in Ordnung sein. Entschuldigung. So, wie schaut's hier aus? Hier wird natürlich gerade alles fleißig gefällt, was irgendwie gefällt werden kann. Ich denke mal, ein paar Lampen würden sich hier drin nicht schlecht machen. Es ist eigentlich nur so ein improvisiertes Lager quasi, nur um die Möglichkeit zu schaffen, dass wir hier ein bisschen was reinkriegen. Ich würde dann ganz gerne eigentlich auch einfach diesen Gehwegplatte da reinklatschen. Das heißt so, ich habe jetzt hier einen Innendurchmesser von 20, das heißt, wenn ich jetzt hier auf 9 gehe, kann ich hier genau einmal mittig das Lager unterteilen. Das wäre mir ganz lieb, dass ich hier auch hier nochmal so 2-3 Lampen hinstellen kann, einfach nur wegen der Optik und dass es ein bisschen was bringt. Und dann nehme ich mir hier unser Lager und behaupte einfach mal, das ist Lager, das ist Lager, das ist Lager und das ist natürlich auch Lager. Und es dient ja einfach nur der Tatsache, dass ich ein bisschen mehr von dem ganzen Käse untergebracht kriege, logischerweise. So, dann haben wir nämlich jetzt hier ein bisschen Platz, können dann auch ein bisschen besser wirtschaften, beziehungsweise ein bisschen besser uns orientieren. Die ganzen Baumstümpfe, die da drin liegen, werden hoffentlich irgendwann kaputt gehen. Hier werden noch die letzten 5 Gehwegplatten hoffentlich eingebaut. Und ihr seht schon, die sprinten alle schon direkt da hoch und räumen hier oben alles aus, was irgendwie möglich ist auszuräumen. Ich hoffe mal, wir kriegen es diese Folge noch hin, diesen Hof da zurückzuerobern und den hier unten natürlich, ja, wobei der dauert noch länger. Aber ja, ich glaube, das Personal da drin, das bringt nichts. Zack, das kommt natürlich nochmal weg, das kommt nochmal weg. Und naja, so ist es halt eben. Wir müssen halt ein bisschen warten. Was wir dann machen können, wenn das Ganze raus ist hier an Gütern, beziehungsweise wenn das alles schon weggebracht ist, können den Rest drumherum schon mal planieren, beziehungsweise ausräumen. Wobei, ich planiere den Scheiß einfach. Scheiß mal drauf. Wir haben gerade annähernd genügend Geld, um das zufriedenstellend hinzukriegen. Das heißt, ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich nehme jetzt hier mal das Stückchen hier, planiere den Scheiß schon mal weg, planiere den Scheiß schon mal weg, ich planiere den Scheiß schon mal weg bis da, ich planiere alles, was nicht gerade Gruppenraum ist, komplett weg hier. Also das wäre schon mal ganz, ganz viel geholfen, wenn der Käse weg ist. Vor allem die Gefangenenuniformen müssen wir ja eh wegschmeißen, das heißt, das sollte kein Problem sein. Und auch hier müssen wir immer noch warten darauf, dass diese Banden jetzt uns den Gruppenraum wiedergeben. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird nicht mehr hoffentlich allzu lange dauern. Zack, 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 alles abfräsen. Ihr seht schon, hier wird es langsam kritisch für den Gruppenraum. Oh, warte mal, was war das denn hier? Ach so, hier habe ich jetzt... Naja, genau, wir müssen die elektrische Kacke hier drunter ja auch wieder abreißen. Beziehungsweise alles, was hier unten an Rohrleitungen drunter ist. Weil das geht nicht mehr. Ich habe hier keine Übersicht. Ich kann hier nicht Bestandsschutz machen und sagen, das und das ist noch in Ordnung und kann ich noch verwenden. Also ich glaube, da muss ich hier tatsächlich ganz ehrlich sein. Das kriege ich auch nicht mehr hin, wie ich das hier damals gebaut habe. Also da muss ich ganz ehrlich sein, das muss alles halt eben raus. Und dann wollte ich doch mal hoffen, dass ich das danach geordnet und problemlos einfach wieder zusammenbauen kann oder wieder herstellen kann oder wie auch immer. Hauptsache irgendwie jetzt hier mal wieder einen Lichtblick der Hoffnung hier reinbringen. So, nach da natürlich nochmal. Und auch hier die beiden Teile kommen wieder weg. Und ich hoffe mal, ich habe jetzt alles ausgewählt. Die Stangen hier, die sollen ja so bleiben. Die sind auf der anderen Seite ja... Nee, Quatsch. Die hier unten kommen übrigens auch weg. Und die da oben sitzt auch falsch. Okay, ich korrigiere mich, die kommen alle weg. Und dann ist gut, dann habe ich hoffentlich wieder die Ordnung drin, die ich brauche. Der Gruppenraum hier sollte uns in wenigen Sekunden wieder selbst gehören, dass ich den ganzen Käse, der drin ist, demontieren kann. Und das Zeug kommt ins Lager und ich kann mir dann ein schönes Leben damit machen. Komm jetzt, gib mir den scheiß Gruppenraum mal endlich. Oh, noch ein Tacken warten. Jetzt ist es hier voll dunkel auf der Karte auf einmal, aber so ist es halt. Wie gesagt, ich achte mal gerade darauf, hier unten habe ich eine komplette Reihe vergessen, sehe ich gerade. Naja, das passiert hier schnell, ne, bei dieser Unübersichtlichkeit. Alles wird demontiert, alles wird abgerissen, alles wird neu gebastelt. Wie gesagt, das ist alles jetzt ein bisschen viel Baustelle. Könnte ich den jetzt bitte wieder haben? Dankeschön. Jetzt kann ich den Gruppenraum nämlich auch entsorgen. Und dann kommt hier selbstverständlich eine Demontageeinheit her und fräst erstmal alles raus, was man hier noch benutzen kann. Das wäre mir ganz lieb. Also bitte, das alles kann ich noch benutzen. Auch die Lampen kann ich noch benutzen. Dafür habe ich das Lager hier jetzt gebaut, dass wir das mal eben alles schnell demontieren können.
und dass ich das hinterher benutzen kann. Darum ging es mir ja eigentlich nur. Nicht, dass ich hier zu viel Geld sinnlos aus dem Fenster schmeiße. Heieieiei. So, ein bisschen warten, bis die ganzen Güter weg sind, logischerweise. Dann müssen wir jetzt natürlich ein bisschen Geduld haben. Jetzt übrig bleibt dieser komische... ja, ihr könnt euch denken, was das jetzt darstellt. Wir müssen natürlich... Hey, alles gut. Spiel, erschreck mich nicht so. Ich wollte da nicht draufklicken. Alles, was hier noch übrig ist, kommt selbstverständlich jetzt auch weg. Wird demontiert, beziehungsweise abgerissen komplett. Und sobald ich einen Hausmeister finde, der sich hier drum kümmern kann, wäre natürlich auch super. Eieiei, was eine Riesenbaustelle hier, meine Güte. Und wir haben auf einmal wieder Platz auf unserer Map, aber ihr kennt das ja schon. Innerhalb weniger Sekunden kann sich hier das ganze Spielbild ändern. Ich weiß, in der Stunde kriegen wir neue Insassen. Ich denke aber, das werden wir dann schon in der nächsten Folge erleben, weil ich werde jetzt hier gleich speichern. Und dann werde ich diese Folge für heute erstmal beenden. Ich hoffte zwar, dass wir hier das ganze Baustellenmassaker schon mal fertig kriegen, aber ja, kriegen wir auch tatsächlich. Alles gut, das heißt, ich speichere das Spiel schon mal eben rein aus Vorsichtsmaßnahme. Und ja, wie ihr seht, es hat sich viel getan. Wir haben jetzt ein Lager hier, der Baum da könnte übrigens mal demontiert werden, nur so ein Tipp. Ansonsten, ich würde sagen, diese Folge ist ein bisschen kürzer jetzt, das muss ich ehrlich gestehen, aber es ist auch 0.05 Uhr und ich muss auch mal irgendwann schlafen. Deswegen, ich hoffe mal, euch hat die Folge natürlich genauso gut gefallen wie die anderen Folgen auch. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich denke mal, es wird in der nächsten Folge ein bisschen Stress geben hier unten. Die sind sich langsam gar nicht mehr einig. Aber gut, bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns wieder morgen um 16 Uhr am Samstag schon. Ne? Nicht wahr? Nicht vergessen, morgen ist schon Wochenende. Haut rein, einen schönen Tag noch. Tschüss.